Ja, hallo Vico, schön, dass du die Zeit hast, heute zu uns zu kommen ins Headquarter nach Marsch. Wir wollten unseren Facebook-Fans Gelegenheit geben, mal Fragen an dich zu richten, um noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Als Sportler kennt man dich ja von den vielen Ergebnislisten, aber ja, auch mal ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu gucken. Ich fange mal an mit Frage 1. Birgit Fuhrmann fragt: Vico, was bedeutet für dich Glück und Zufriedenheit? Ja, Glück gibt es in zweierlei Sachen. Also Glück im Sport ist halt, also ich mache den Sport, um Erster zu werden. Werde ich Erster, bin ich natürlich da glücklich, ja. Werde ich Zweiter, fängt es schon an. Und aber als Mensch oder als Person an sich ist für mich Glück, wenn ich mal nichts machen kann, ja, mal meine Seele baumeln lassen kann, wenn ich irgendwo am Wasser sitze, die Wellen sehe, alles, ja. Das ist für mich Glück, einfach das Leben genießen. Das ist für mich Glück. Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Eine ähnliche Frage hatte auch die Anke hier und auch unsere Marketing-Chefin, die Elke Jansson. Die wollten beide von dir wissen, wie vereinst du denn Familie, Freunde und das Handbiken? Es ist doch recht zeitintensiv. Brauchst du da einen Terminkalender oder wie machst du das? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Terminkalender da, wo die ganzen Geburtstage drin stehen, meine ganzen anderen Termine, Rennen und alles Mögliche, ja. Und manchmal überschneiden sich halt die Sachen, ja, dass halt das Rennen und Geburtstage auch einfallen. Und leider muss ich mich, oder ich möchte es natürlich, mich für das Rennen entscheiden, und ich trainiere halt auch fürs Rennen und muss halt an dem Tag telefonieren und meinen Freunden halt zum Geburtstag gratulieren. Aber also meine Kumpels an sich, die leben das mit mir, und dann die sind froh, wenn ich wieder zurückkomme. Und die sagen auch jedes Mal, die finden gut, was ich mache. Und ich soll den Sport machen, und wenn ich wieder zurückkomme, dann sind sie für mich da. Okay. Ja, hier noch eine Frage von Ivo Josipovic. Der möchte gerne so werden wie du. Und was müsste er denn dafür machen? Weil er hat es schon ganz alleine versucht und das fällt ihm sehr schwer. Welche Ratschläge könntest du ihm geben? Also ganz einfach gesagt, ist es eigentlich vielleicht trainieren wie kein anderer, oder zumindest probieren, es zu machen. Natürlich brauchst du einen guten Trainer noch dazu, weil ich meine, du kannst nicht alles alleine machen, weil die ganze Gruppe gibt ein Bild. Und aber ich für mich selber, du musst halt im Training an deine Leistungsgrenzen gehen und das genießen, dass du dich gerade quälen darfst, ja. Weil es gibt vielleicht andere Menschen, die es gar nicht können oder die es auch nicht möchten, aber du selber, du musst es wollen, und du kannst nicht ein Rennen fahren, wenn du nicht an die Leistungsgrenze gehen kannst. Okay. Dann haben wir hier noch einen Beitrag von Werner. Werner fragt, Vico, wie bist du selber mit den Ergebnissen der letzt gelaufenen Weltmeisterschaft zufrieden? Welche Erkenntnisse hast du da gewonnen, fragt er genau. Ja, also die WM jetzt in Kanada, die war einerseits hart, ja, weil halt die Vorbereitung extrem lange war. Also ich war knapp 6,5 Wochen von zu Hause weg und war im Höhentrainingslager gewesen, und ich habe echt viel gemacht. Und wie gesagt, ich bin halt ein Sportler, der halt gewinnen möchte. Und wenn ich jetzt Zweiter geworden bin, zweimal, habe ich halt für mich selber von der Ergebnisliste zweimal verloren. Ja. Aber ich habe halt gewonnen in der Sache, weil ich gesehen habe, was ich für eine Leistung abgerufen habe. Die Leistung ist nochmal besser gewesen wie in London, und dementsprechend habe ich halt zugenommen an Leistung. Und mit der Leistung an sich, die ich abgerufen habe, bin ich mehr als zufrieden. Ja. Mit dem Ergebnis vielleicht nicht so. Vor allen Dingen, nachdem ich halt so viel Zeit investiert habe. Aber ich verstehe dich richtig, du weißt jetzt, was du zu tun hast, um den Abstand noch weiter zu verkürzen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das schon mit meinem Trainer analysiert, und wir wissen, wo meine Schwächen quasi sind. Also ich meine, ich habe ja keine Fehler gemacht in dem Sinne. Ich habe halt vielleicht noch irgendwo eine Schwäche, wo der Pole halt ein bisschen stärker ist. Und das gilt es halt auszumerzen, und da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Ich meine, ich habe zwar das Fahrrad bis jetzt eine Woche lang nicht angefasst, was ich auch gut und gerne so gut finde, aber ab Mittwoch sitze ich wieder im Fahrrad, und dann ist Berlin meine Stadt hoffentlich. Ja, dann komme ich zur letzten Frage von deinem Kumpel Bernd. Mich würde interessieren, wann mein bester Freund mal wieder auf ein Bier oder gemeinsames Kochen oder einfach nur dummes Zeug babbeln bei mir vorbeikommt. Also Bernd, ich glaube, du hast die Ausstrahlung noch nicht gesehen, und dann bin ich schon bei dir. Also ich werde quasi heute Abend nach dem Rennen, oder besser gesagt hier nach dem Interview, zu dir kommen und werde vorher noch einkaufen gehen. Dann kochen wir erst, und dann wird auch noch ein Bier getrunken. Ich hoffe, dass du es schon kalt gestellt hast.
Ja, besser kann man es nicht sagen und wir sehen uns auf Facebook.